Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Sorrybox von Dardan. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Sorry von Dardan, das Ganze am 16. August erschienen. Wir haben hier eine Box in mehr oder weniger Standardformat. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns das dann im Detail ansehen. Einmal hier aufschneiden. Folie ab. Und so sieht das Ganze dann aus. Also, wir haben hier den Interpreten abgebildet. Dardan mit einem Mantel. Hinter ihm so ein Leuchtreklameschild. Und hier oben haben wir einmal den Schriftzug, wenn auch abgeschnitten, Sorry, also den Albumtitel. Und okay, ich dachte, das wäre ein Kratzer. Und dann haben wir hier einmal den Schriftzug Dardan und Hypnotize Entertainment, also das Label, bei dem das Ganze erschienen ist. So sieht das Ganze dann von der Seite aus. Also hier einmal das Logo dieser Hypnotize Spirale. Hier zieht sich der Albumtitel durch. Hier haben wir nochmal so ein weißes Ding. Also es ist weder ein Kratzer noch ein Haar. Es ist hier einfach so ein Element scheinbar im Design. Hier auch nochmal die Hypnotize Spirale. Auf der Rückseite nochmals Sorry zu lesen. Und hier unten haben wir dann die Credits und einen Barcode. Ja, das Ganze lässt sich dann hier auf der Seite aufklappen. Und dann kommen wir auch schon zum Boxinhalt. Wir haben hier einmal die A Cappellas zum Album. Dann haben wir das Album an sich. Ein Shirt bzw. ein Tanktop. Das sieht mir nach einem Speaker aus. Inklusive zwei Kabeln, diverse Sticker und ein Poster. So, von innen die Box weiß gehalten. Wir packen das Ganze mal wieder zur Seite und starten wie immer mit dem Album an sich. Das war der Speaker. So, dann packen wir den Rest mal ebenfalls zur Seite. Und los geht's mit dem Album. Das Ganze ist noch in Folie. So. Es ist nicht das Debütalbum von Dardan, aber wie er selbst sagte oder ich glaube auf Instagram verlauten ließ, ist es sein erstes richtiges Album. So sieht das aus. Also wie auch schon auf dem Boxcover haben wir hier Dardan abgebildet. Hier sehen wir dann noch ein bisschen mehr von dieser Leuchtreklame. Also sieht so aus wie von einem alten Kino oder Theater. Hier lesen wir Dardan, darunter präsentiert. Hypnotize Entertainment lesen wir dann hier. Dann hier noch ein S. Ich gehe mal davon aus, dass hier von seiner Hand noch das Sorry verdeckt ist. Hier rechts unten lesen wir Sorry. Oben dann auch nochmal so das Hakerl hier von diesem S. Und oben dann auch nochmal Dardan und Entertainment. Das wohl von Hypnotize Entertainment stammen dürfte. Ja, also, das ist das Cover. Das Ganze kommt in einem regulären Jewelcase. Auf der Seite sieht das so aus. Hier ist nichts zu lesen. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 18 Tracks an der Zahl. Und wir haben hier Features von Musik, Enno, Patron, Bowser, Reezy, Xiara und Noah. Also, eine Dame hat es auf das Album geschafft, ansonsten nur männliche Features. Und dann haben wir noch die Credits und einen Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier zuerst einmal das Booklet. Wenn ich es rausbekomme. Jawohl. So, was haben wir hier? Also, weitere Aufnahmen von Dardan im Mantel. Also die ziehen sich hier wirklich vom Artwork hier komplett durch. Dann haben wir hier die Infos zu den einzelnen Tracks, wer wurde gefeatured, wer hat das Ganze produziert und natürlich die Musik oder den Text beigesteuert. Das kann man hier alles nachlesen. Dann haben wir hier weitere Infos, weitere Aufnahmen. Zieht sich hier so durch. Hier dann ausnahmsweise mal in einem Trainingsanzug. Hier wieder der Mantel. Dann die Credits zum Album.
Okay. Jawohl. Also, die wichtigsten Infos sind in diesem Booklet hier drin. Packen wir mal zur Seite. Dann kommen wir zur Album-CD. Die ist auch in diesem Stil gehalten, wie das Cover hier mit dieser Schrift. Recht minimal gestaltet das Ganze. Auf der Rückseite gibt es auch wieder einen Sorry-Schriftzug. So, das war's zum Album. Dann haben wir zum Album zugehörig zwar keine Instrumentals, sondern A Cappellas. Also, wir haben hier 18 Tracks eben in der A Cappella-Variante. Bedeutet, hier fehlt dann der Beat und hier haben wir dann regulär nur die Audiospur, also die Vocalspur ohne eben Instrumentals. Das Ganze kommt in einer Papphülle. Drei Sticker sind mit dabei. Einmal dieser hier. Was läuft, quadratisch. Dann einmal diesen hier. Hypnotize, Spirale, kreisförmig. Und dann noch diesen hier. Quadratisch, Hypnotize, Entertainment. Ich bin mir jetzt nicht sicher, vielleicht bilde ich es mir auch ein, aber ich meine, diese beiden hatte ich auch schon in der Daddy Luther King Box. Eventuell in irgendwie anderer Größe oder anderem Format, aber die kommen mir sehr, sehr bekannt vor. Das dürfte irgendwie neu sein, aber die beiden kommen mir doch sehr bekannt vor. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Das schauen wir uns mal an. So, wir haben hier, wie zu erwarten, auch hier wieder den Interpreten in diesem braunen, in diesem beigen Mantel. Zigarette ist auch am Start und auf der Rückseite. Wie sollte es auch anders sein? Auch hier wieder in diesem Mantel, in anderer Pose und ohne Zigarette. Ja, also diese Mantelfotos werden hier echt überstrapaziert bei diesem ganzen Artwork und bei diesem generellen Album. Dann haben wir ein Tanktop. Wie sieht das denn aus? Wir haben das Ganze hier in Weiß. Auf der Vorderseite die goldene Hypnotize Spirale, das Logo des Labels. So sieht das aus. Auf der Rückseite haben wir hier einen Neckprint, einen Aufdruck. Hier lesen wir dann auch wieder Hypnotize Entertainment. Und das Ganze war One Size, also man konnte keine Größe individuell auswählen. Das Ganze ist ein Rollie in der Größe L, Texas, lesen wir hier noch. 100%, ups. So, 100% Baumwolle und das Ganze ist, da ist die Frage, hier steht Gore Factory Fortuna Spanien. Okay, Grüße gehen raus. Wenn das tatsächlich aus Spanien stammt, würde mich sehr wundern, aber ja, es steht zumindest da drin. Ich glaube, unten haben wir keinen Zettel mehr. Wir schauen mal ganz kurz. Ah, doch. Hier ist auch nochmal was, eventuell. Was lesen wir hier? Ja, eben. Das halte ich doch durchaus für realistischer. Hier lesen wir dann nämlich, ich hoffe, man kann es lesen. Hier lesen wir dann nämlich Made in Bangladesch. So wie man das gewohnt ist. Ja, Grüße gehen raus. Dann packen wir das Tank doch mal wieder zur Seite. Und kommen zum letzten Boxinhalt. Und zwar ist das hier ein Speaker. Also so ein Lautsprecher, den man sich hier aufstellen kann. Dieser ist so in einer Silber, in einer Chromoptik gehalten. Hier haben wir einen Aufkleber Hypnotize Entertainment. Auf der Vorderseite einen Aufkleber mit der Spirale. Darunter lesen wir Hammer. Und dann haben wir hier unten noch Knöpfe. Also einen Bluetooth-Knopf, einen Minus, einen Play, einen Plus und einen Ausschaltknopf. So sieht das Ganze von innen aus, von unten aus. Was lesen wir hier? Okay, einfach hier die Daten zur Stromstärke, zum Input, Batterietyp und, und. Also, das ist der Speaker. Und zu diesem kommen dann auch noch zwei Kabel. Einmal hier ein regulärer Klinkenstecker, also so ein AUX-Kabel mit zwei identen Enden. Und dann haben wir diesen hier, also ein USB-Kabel, um das Ganze dann zu laden. Und dann hier kann man das Ganze hier entsprechend einstöpseln, um diesen Speaker aufzuladen über USB. Jawohl.
Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal eben gezeigte Speaker inklusive der zwei Kabel. Dann das Poster beidseitig bedruckt, einmal im Hochformat, einmal im Querformat. Dann haben wir die drei Sticker, einmal quadratisch, zweimal quadratisch und einmal kreisförmig. Die A Cappellas zum Album, die kommen in einer Papphülle. Dann haben wir das Tanktop in weiß mit goldenem Aufdruck. Sowie natürlich das Album an sich mit insgesamt 18 Tracks im Jewelcase. Jawohl! Das alles in dieser wunderbaren Box, Sorry, von Dadan. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Dadan unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.